Instant-Tod-Fallschaden ist das Nervigste für mich, was es gibt. Und hier sind sehr viele Leute gestorben. Human Effigy, das ist sehr gut. Was steht hier? Versuche zu springen. Der da hat es geschafft und ist dann irgendwo anders gestorben. Aber ich werde da nicht rüberspringen. Ich weiß, es geht. Ich habe es schon mal probiert. Aber es gibt einen wesentlich einfacheren Weg. Was ist einfacher als springen? Fallen. Das heißt, ich gehe einfach hier hin. Fall hier runter. Sieht haarig aus, aber es kann, glaube ich, nicht daneben gehen, wenn man einfach nach vorne drückt. Und so sind wir schon mal da angekommen. Da geht es nicht weiter. Und hier sind wir jetzt im ersten Gebiet. Ich denke mal, das ist auch das Gebiet, der Wald der fallenden Riesen. Das ist auch das erste Gebiet, wo man eigentlich hingehen soll. Es gibt zwar noch eine zweite Möglichkeit, aber die ist schon ein bisschen knackiger. Können wir nachher auch mal hingucken, aber das hier ist erstmal genau das Richtige für uns. Und ich muss üben, mit dem Messer gut umzugehen. Oh. Genau. Und Messer ist eigentlich genau die richtige Wahl, weil der Spruch braucht schon recht lange zum Zaubern. Und danach ist nur noch ein Fitzelchen Energie bei denen übrig. Also bei den jetzigen. Au. Oh. Da ist ein schneller Angriff, der nicht so viel Schaden macht, genau das Richtige. Und er stunt sie auf jeden Fall. Oh. Aber irgendwie vermisse ich mein Schild doch bei den fliegenden Pfeilen hier. Ich muss viel mehr hin und her wuseln. Du. Hey, ich bin ausgewichen. Oder so ähnlich. Musst du da durch? Nein. Also, au. Trink. Roll, 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 roll. Was hast du? Schild. Ja. Also das mit dem Schild, ne? Das wird noch garstig werden. Ich werde viel mehr rollen müssen, viel mehr rumwuseln. Aber das ist alles nur Gewöhnungssache, denke ich. Und ich habe noch ein, zwei Sachen verpasst. Was aber nicht schlimm ist, denn wir haben Sachen getötet. Und eigentlich, wenn man das Maximale rausholen will, müssten wir eh 15 Mal oder so ähnlich hier durchlaufen und alles töten, damit wir alle Seelen bekommen. Aber man muss das nicht so machen. Weil als ich angefangen hatte zu spielen, dachte ich auch, uff, das Spiel ist bestimmt brockenschwer. Und wenn ich jetzt nicht alle Monster töte und alle Seelen mitnehme, wird das später so schwer sein, dass ich nicht mehr weiter schaffe. Aber das ist nicht wirklich so. Weil man kann die Gebiete ja auch neu starten und nochmal neu starten und nochmal neu starten. Dann hat man irgendwann genug Seelen. Das ist schon okay. Aber du da stehst auch, das weiß ich. Aber Axtmörder, weg mit dir. Und wir kriegen recht viele Seelenbatterien, das ist schon mal gut. Also portable Seelen, die wir jederzeit aufmachen können, um damit dann einkaufen zu gehen. Vor allem, weil wir die nicht verloren gehen können. Das ist sehr gut. Und gleich kommt auch noch was Schickes. Wir werden gleich auf einen Ritter treffen, komplett in weiß, sieht ein wenig zerschunden aus. Der einfach nur da sitzt. Na, ich wollte nicht den weißen Ritter treffen. Ich wollte die Kollegen hier treffen. Oh, Kacke. Dich da genau wollte ich treffen. Und ich bin gleich tot. Lalala. Vor allem ist oben auch noch ein Bogenschütze, der auf ihn schießt. Und ich habe nur noch 7 Zauber. Du. Runter. Runter. Und dann gucken wir mal, ob der Weiße Ritter hinterherkommt. Die Fußsoldaten, genau, die müssen runterklettern können. Aber ich glaube, der Dicke nicht. Ah, dabei war ich gerade so schön am Erzählen. Na nun. Du blockst unseren Zauber? Das geht ja mal gar nicht. Weg mit dir. So, 3 Seelenpfeile habe ich noch. Und da oben ist ein tollwütiger Ritter. Nee. Oh, da ist Loot. Komme ich denn da hin? Das ist eine gute Frage. Muss ich gleich mal nach Nachrichten gucken. Ja. Das mit dem weißen Ritter war jetzt blöd. Weil der tut normalerweise nichts.
Aber es ist auch nicht schlimm, ihn anzugreifen. Denn er sagt nichts. Er ist, soweit ich weiß, auch nicht für die Story relevant. Trotzdem hätte ich ihn jetzt nicht angreifen sollen, weil ich nicht so viele Zauber übrig hatte. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt nochmal durch die Jungs hier durch. Und ich versuche mal, mich durchzukämpfen mit weniger Sprüchen. Sondern nur mit dem Messer. Komm, Messer, Messer, Messer. Ja, gib ihm. Sehr gut. Das Messer ist super. Also noch. So, nächster. Du. Ja, tobt dich aus. Ist okay. Ich versuche mal, dich zu backstabben. Das war nicht gebackstabbt. Komm, hau nochmal irgendwie eine lange Attacke. Au, au. Naja. Also, wie gesagt, es ist definitiv schwieriger als im ersten Teil. Soll sich aber immer noch tierisch lohnen, wenn man eine Dex-Klasse ist. Also primär als Dex-Klasse. Weil die kriegen auch Waffen, die dann mehr kritischen Schaden verursachen. So. Ja, Flächenschaden. Dolch. Gib ihm. Okay. Wir haben nur zwei Flaschen, aber wir haben noch diese billigen Life-Gems. Die kann man auch ruhig benutzen. Die heilen aber über Zeit nicht so viel wie die Flasche. Jedenfalls die kleinen nicht. Aber sind ein netter Bonus. Und kann man auch recht schnell in unendlicher Anzahl kaufen. Braucht man Stamina? Braucht man Stamina? So. Ist ja kein Pfeil verbraucht, das ist sehr gut. Dafür aber schon die Heilsache, ne? So. Okay, nochmal heilen. Dann hoch. Und nicht auf die große weiße Tötungsmaschine schießen, bitte. Danke. Kann auch schneller hochklettern. Ja, das ist eine Sache, die mir in DS1 gefehlt hat. Du. Einer weg. So. Weißer Ritter ist noch da und oben so ein doofer Pfeileschießer. Den doofen Pfeilenschießer will ich da weghaben, bevor ich den da aufwache. Also, ne? Aufwachen mit Stab ins Gesicht oder Zauberspruch. Wahrscheinlich eher Zauberspruch. Weil er ist garstig und da will ich nicht in der Nähe sein. Die Frage ist nur, wer oder was ist dieser weiße Ritter? Es könnte so leer sein. Wobei. Weiß nicht. Eine andere Theorie ist, es einer von den schwarzen Rittern. Hey, 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 ganz ruhig. Warum darf ich nicht angreifen? Dolch zerbrochen? Kacke. Okay. Ja, wir haben noch einen zweiten Dolch. So. Da kam eine Nachricht, dass es at risk ist. Wenn ich da aufgehört hätte zuzuschlagen, dann hätte ich das Ding auch recht einfach reparieren können beim Schmied. Jetzt wird es ein bisschen mehr kosten und ich werde es wahrscheinlich einfach lassen. Aber ja, Solea, weiß ich nicht. Oder einer von den schwarzen Rittern, die man auch schon im ersten Teil gesehen hat, der jetzt halt nur irgendwie seine Macht verloren hat, oder? Naja, einfach keinen Sinn mehr hat im Leben, weil Gwyn tot ist. Und die haben Gwyn gedient, die schwarzen Ritter. Könnte auch sein. Macht für mich sogar ein bisschen mehr Sinn als Solea, weil man trifft die öfters. Und ja, man hat auch Solea öfters getroffen, aber man hat ihn nicht öfters getroffen, nachdem man ihn umgebracht hat. Das ist dann schon ein bisschen komisch. So. Da hinten ist der Loot. So, springen war wie in DS1, ne? Ja. Hatte ich eingestellt, sehr gut. Ein Kutschschwert. Kann ich von hier oben auf den da unten schießen? Nein. Wäre ich eine Dex-Klasse mit einem Bogen, könnte ich es wahrscheinlich. Was steht hier? Hurra für pures Glück. Was? Achso, irgendjemand ist hier aus Versehen runtergefallen und ja, okay. Das war nicht aus Versehen, das war geplant. Das ist alles geplant. Life Gem. Erstmal looten. Nur für die Fall, dass ich gleich sterbe. Noch eine Human Effigy. Heilen. Ja, komm, ich benutze einen Life Gem. So, und jetzt werden wir versuchen, ganz viele Zauber reinzudrücken, bevor er zu uns hinkommt. Und wenn er bei uns angekommen ist, laufen wir einfach schnell weg, versuchen Distanz aufzubauen und dann wieder. Also, gib ihm. Zauberer sind geil.
So, alle. Zauberer sind absolut überpowered. Sehr schön. Das wird ein angenehmes Playthrough. Nope. Wahrscheinlich kann er mich one-hitten, aber er kommt gar nicht ran. Oh, oh. So, was hast du denn Schönes? Du hast ein Heide Knight Sword. Ein Heide ist jemand, der aus christlicher Sicht gesehen ist ein Heide jemand, der an nichts glaubt. Was natürlich nicht stimmt, weil die heidnischen Religionen sehr wohl an was geglaubt haben. Es war noch nicht christlich. Aber ich denke, so ist es gemeint. Es soll das Schwert sein von jemandem, der an nichts mehr glaubt. Also passt die Theorie mit dem Ritter, dem schwarzen Ritter, doch eigentlich recht gut. Und hier gibt es noch ein grales Schwert. Also du bist tot, wir haben noch 21 Seelenpfeile. Sollte reichen. Gucken wir mal weiter. Das war echt eine Überraschung, wie viel Schaden wir bei dem gemacht haben. Er kam fast gar nicht ran. Oh, Axtmörder. Ja. Oh, ich hatte ihn nicht mal im Ziel und trotzdem ging der Pfeil in die richtige Richtung. Sehr schön. Was haben wir da? Ein Life Gem. Ja, sehr schön. Also die finden immer noch ab und an auf Gegnern und kann auch bei recht vielen Händlern kaufen. Also sollte man die ruhig auch zwischendurch benutzen. Die Flasche benutze ich eigentlich. Vorteil von der Flasche ist, sie macht sehr viel sehr schnell. Vorteil von dem Life Gem ist, man kann es im Laufen machen. Was nicht wirklich. Was nicht wirklich leicht zu toppen ist. Roll dich, roll. Weil beim Weglaufen sich heilen und dann nach dem weiter Weglaufen wieder zaubern und dann wieder Weglaufen weiter heilen, das ist einfach ziemlich krass. So, wahllose Zerstörung. Ah, Loot. Holzbolzen. Holzbolzen benutze ich, wenn dann nur in War Fortress. Ich denke, bei jedem anderen Spiel, inklusive hier, werden sie nicht sehr gut sein. So, hau mal auf den Boden. Au, hey, hey. Ich sagte Boden. Ja. Der Plan war eigentlich, weil er schon zu nah dran war, dass ich ihn ködern wollte, dann haute und ich gehe zurück. Ich hätte so einen Backstep benutzen sollen. Ja. Naja, er versucht mich zu hauen, ich gehe zurück, er haut auf den Boden, ich habe Zeit, Abstand zu nehmen und dann zu zaubern. Ging ein bisschen in die Hose. Ich habe übrigens schon genug Seelen für 3-4 Level-Ups. Das ist sehr schick. Ich sehe deine Füße, Junge. Oh, hey! Okay, ich sehe die Füße von ihm und sein Kumpel sieht mein Herz und schießt drauf. Weg mit dir. So, ich sehe immer noch deine Füße. Kann ich dich targeten? Ja. Schubs. Hey. So nicht. Okay. Bloodstain. Oh, hier sind noch mehr. Hallo, Messermörder. Das kann ich auch. Ich kann das viel schneller als wie du. Nein, da will ich hin. Hollow Infantry Armor. Nö, Rüstung werde ich nicht tragen. Also es könnte ein bisschen was bringen, die jetzt zu tragen, weil sie noch keine... Also wir haben null Belastung gerade. Und wir könnten theoretisch auf 25% gehen mit der Belastung. Aber ich finde diese ausgefranste Rüstung hier passt ganz gut. Und ich werde das erst wechseln, wenn wir irgendwas haben, was auch zu einem Magier passt. Außer das Spiel wird jetzt irgendwie plötzlich ganz schwer. Das ist so eine gute Balance, denke ich. Also klar kann man auch von vornherein super Powergaming betreiben, aber dann sieht man recht schnell aus wie ein Clown. Und ich sehe nicht gerne aus wie ein Clown. Oh, Loot. Oh, was mit dir? Ah, wusste ich's doch. Und gewusch. Eine Witching Urn. Ich glaube, das waren die Wurfbomben, oder? Also die Dinger geben Sprüche zurück. Das Ding hier heilt komplett Lebenspunkte und alle Statuseffekte. Das ist sehr mächtig. Was steht denn bei dir dabei? Wasser gesegnet von einer uralten Göttin. Ihr Name ist lange vergessen.
Und die magische Akademie Melfia sagt, dass es sie niemals gegeben hat. In jedem Zeitalter gibt es jene, die sich weigern, Riesen zu sehen. Also Wahrheit oder Erkenntnis. So ist in der Richtung. Es ist ihr zu tun, dass die Wahrheit vertäuscht. Heimkehrknochen kennen wir. Darksein. Das Darksein hatten wir auch im ersten Teil schon. Das Darksein sorgt für den Tod. Was? Induces Death. Also Induces ist herbeiführen. Und es führt den Spieler zurück zum letzten Bonfire, das er benutzt hat. Für die Kosten von allen Seelen, die er hatte. Tu, was du tun musst, um alle Teile zusammenzusammeln. Schabe sie zusammen oder schippe sie zusammen in irgendeiner Art von Ganzem, bevor dein Wille, dies zu tun, verschwindet. Das soll halt sagen, dass wenn man sich nicht bemüht und möglichst schnell mehr Seelen sammelt, dass man dann nicht mehr bei Verstand genug ist, um irgendetwas zu tun. Aber die Witching Man wollten wir uns eigentlich angucken. Und ja, es ist eine Wurfbombe. Eine Wurfbombe, die magischen Schaden verursacht. Was für uns nicht ganz so wichtig ist. Wir bräuchten eher was physischen Schaden verursacht, falls wir mal auf Gegner treffen, die gegen Magieresistent sind. Hergestellt in Melfia. Noch ein weit entfernter Ort, den wir jetzt schon zum zweiten Mal hören. Wo es halt diese magische Akademie gibt. Ah, Magie und Pyromantie. Die Magie in dieser Urne ist nicht sehr stark, aber es ist dennoch eine Hilfe für den unerfahrenen Reisenden. Uns. Gut. Und ein Leuchtfeuer. Sehr schön. Hallo, alte Frau mit komischem Cremaladen. Erstmal Leuchtfeuer. Okay, dann nochmal Leuchtfeuer. Und raus.